Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 20. September. Morgens 9:30 Uhr grüße wieder Christian Kimmerer am Start und wir wollen ja wieder den Währungsmarkt betrachten und uns heute mal wieder seit längerem dem britischen Pfund zuwenden, welches hier natürlich immer noch im Strauchelmodus nach dem Brexit-Event sozusagen vom Juni ist. Und der übergeordnete sag ich schon, Trend ist ganz klar abwärts gerichtet, sehen wir hier im Wochenchart-Intervall. Schöne ABCD-Struktur, die sich sogar hier weiter fortsetzen könnte. Und insbesondere auffällig hier auf Wochenbasis diese Unterstützungszone 1,2875 rund. Das ist ein Bereich, gut, da wurde es, oder besser gesagt, hier zum Brexit-Event ging es dann eben noch ein Stück weit tiefer. Dann wurde hier sozusagen ein Boden ausgebildet und man sieht hier zwischen 1,28, ja, 75 und 1,29 wurde hier letztlich immer wieder eine Nachfrage gebildet und wir sehen auch, dass es unlängst hier einen Erholungsimpuls gab, der sich dann eben über 3 Wochen hinzog. In der Vorvorwoche dann schon eine leichte Schwäche erfuhr und dann eben in der direkten Vorwoche ganz klar wieder nach unten kippte. Das ist also insofern hier ein schön ausmachbarer Widerstandsbereich mittlerweile, der hier auch ganz klar als Trigger dient, sofern wir hier per Wochenschluss nicht drüber gehen. Über 1,3350 bleibt britisch Pfund US-Dollar definitiv ein Short. Sollten wir die Woche hochlaufen, das ist natürlich morgen im Sinne des Fed-Events und auch der Bank of Japan hier die große Preisfrage. Kann es spannend werden. Ich würde aber dafür plädieren, und das habe ich ja ohnehin schon immer gesagt, dass das britische Pfund meines Erachtens noch nicht sein finales Tief gefunden hat. Also entweder hier hin und her pendeln zwischen 1,2875 und eben hier 1,3250, 1,3350. Das kann definitiv noch eine ganze Zeit so gehen. Ich vermute aber, dass wir eigentlich hier nach unten wegbrechen müssten, obgleich ich mittel- bis langfristig den US-Dollar auch nicht wirklich weiter so stark sehe. Ja. Also das ist natürlich eine Situation, die das Ganze ein Stück weit aufweicht. Ich glaube, der US-Dollar wird ja 2017 spätestens, denke ich mal, auch wieder eine größere Schwäche erfahren. Aber bis dahin kann es hier durchaus einen Seitwärtslauf, Schrägstrich Abwärtslauf beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar geben, weil nämlich hier der Bias eben doch denkbar schlecht ist. Zeigt auch das große Bild. Wir sitzen hier mehr oder weniger im Nirvana. Hier im Monatschartintervall auf Jahrzehntebasis. Hier 1,35, ganz klar ein Triggerpoint auf der Oberseite. Jetzt eben untergeschaltet, wie wir gesehen haben, ja 1,3350 noch unterhalb von 1,40 bleibt unter langfristigen Gesichtspunkten der Bias eh negativ. Also da muss man ganz klar sagen, da gibt es hier nichts zu holen. Unter 1,40 ist der Markt ganz klar im Bärmodus, aufgrund eben dieser massiven Unterstützungs-Widerstandslinie hier. Und ein technisches Ziel meines Erachtens wäre durchaus der Bereich von 1,20 für das britische Pfund. Also wir reden hier über 1000 Pips, die es noch nach unten gehen könnte. Und ich halte das nicht unbedingt für unwahrscheinlich, dass wir eine solche ja, Bewegung durchaus sehen könnten, die eben hier tatsächlich solche Eruption nach sich zieht. Das muss man ganz klar sagen. Also langfristig, denke ich, ist hier noch nichts ausgekoren. Würde sich erst ändern, wenn wir über 1,35, 1,40 gehen und dann hätten wir sicherlich auch Perspektiven auf der Oberseite. Die sehe ich aber derzeit nicht. Gut, das ist einmal der Wochenchart. Gehen wir mal in den Tageschart über. Da sehen wir auch deutlich, dass hier der eine oder unlängst mögliche Fehlausbruch hier scheiterte. Haben wir hier mit dieser Abwärtstrendlinie gesehen und eine Idee war im Prinzip wirklich, dass wir hier das Gap zum oder vom Brexit-Event hier oberhalb von 1,36 attackieren könnten, anlaufen könnten, aber ja, Fehlanzeige. Sie sehen, der Markt hat es nicht mal geschafft, ansatzweise in die Richtung zu kommen. Und jetzt haben wir hier bei 1,3350 auch die Option, hier mal so einen groben vorgeschalteten Widerstandsbereich in den Markt zu ziehen. Und ja, Sie sehen es auch hier unten wieder 1,2875. Das ist hier sozusagen ein Key-Level und ich würde schon vermuten, dass das britische Pfund wie auch immer geartet dieses Niveau ansteuert. Und wenn es zum Durchbruch kommt, meine lieben Zuschauer, dann denke ich, gibt es hier nochmal einen kleinen Sell-Off-Modus. Dann dürfte das britische Pfund, gerade weil hier auch sicherlich viele Stops, viele ja für Long-Engagements Stops in Form hier von Absicherungsmaßnahmen gesetzt sind, würde sich hier sicherlich eine beschleunigende Umkehr einstellen. Man muss mal abwarten, wie es hier letztlich kommt, aber ich sehe und finde das Bild hier keineswegs positiv. Ja, das britische Pfund in meinen Augen durchaus ein schwacher Kandidat. Auch wenn wir heute schon bislang am Morgen einen schönen Impuls nach oben gesehen haben, der kippt so mehr oder weniger seit 15 bis 30 Minuten in sich zusammen. Das britische Pfund kam hier vor der European Session sehr gut daher, sehen Sie auch anhand der aktuellen Tageskerze. Das, also hier der heutige Tag, ja, es gab schon mal kleine Hochs. Wir sind aber bislang erst 35 Pips gelaufen. Der Schnitt, ja, das sind hier knapp 100, 110 Pips. Also da kommt heute schon noch was. Newstechnisch allerdings
haben wir hier erst wieder am Nachmittag aus den USA was zu erwarten. Heute Great Britain 10:30 Uhr gar nichts. Also ist das hier so ein bisschen, ich will nicht sagen fremdgesteuert, aber in jedem Fall ein Markt, der sich hier ein Stück weit hin und her ziehen lassen kann. Ob wir die Hochs heute nochmal sehen oder in diese Richtung laufen, die FTSE-Vektorlogik sagt in diesem Kontext ja, weil wir haben heute hier einen sehr, sehr bullischen Bias für das britische Pfund. Sehen hier britisch Pfund, Schweizer Franken, britisch Pfund, US-Dollar und auch britisch Pfund Yen hier mit einer positiven FTSE-Vektorlogik, die sich heute hier in Form von ja knapp 74-prozentiger Trefferquote bei 171 Erscheinungen darstellt und hier ein deutliches Tagesplus aufzeigt. Ja, also hier krasser Abverkauf, kleine Konsolidierung am Folgetag und heute hier sozusagen, das ist die Prognosetendenz. Der weiße Bar-Chart hier und der sieht wie gesagt bullisch aus, rein von der FTSE-Vektorlogik. Aber dafür fehlt definitiv gerade der Drive beim britischen Pfund. Währungsstärke technisch wird das britische Pfund abverkauft. Jetzt wieder in Richtung Tagestiefs unterwegs, nur noch 5 Pips weg. Also das sieht nicht gut aus. Ob die FTSE-Vektorlogik greift, müssen wir dann mal sehen. Aber auch tendenziell hier saisonal auch nicht unbedingt das bullischste Bild. Gehen wir mal 40 Tage nach vorn, schauen ein bisschen in die Zukunft, in die Kristallkugel, wie die Saisonalität aussieht. Okay, da sehen wir dann seit Anfang Oktober, Mitte Oktober hier einen steigenden Bias. Würde das britische Pfund natürlich beflügeln, wenn wir das auf den Chart mal ummünzen, denke ich, wäre das erst ein Thema, wenn wir hier wirklich diesen kurzfristigen Abwärtstrend brechen und insbesondere die 1,3350. Erst dann wäre wirklich hier mehr auf der Oberseite zu erwarten und das ist derzeit meines Erachtens nicht so realistisch. Kann sich aber alles ändern, insofern halten wir den Markt im Auge. Ich sage an dieser Stelle schon bereits wieder danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handeln der Märkte und wenn Sie mögen, natürlich schalten Sie wieder ein, morgen 9:30 Uhr. Viel Erfolg, ihr Christian Kämmerer und tschüss.